Willkommen meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Denn ihr seht schon, wir sind immer noch in der imperialen versteckten Basis. Und übrigens habe ich auch noch eine kleine Sache kurz zu erwähnen. Ich nehme gerade das zum zweiten Mal auf, weil, als ich gerade vorhin versucht habe aufzunehmen, hat das Spiel mir gerade gesagt, meine Speicherplätze sind gerade voll, also quasi hier diese Spiele. Ihr kennt ja, wenn ich immer hier zwischenspeichern möchte. Ich gehe einfach hier auf Speichern und ihr seht jetzt, es sind nur noch zwei Speicherstände übrig. Einmal dort, wo ich jetzt gerade angefangen habe und einmal dieses automatische Speicherort. Und ich bin gerade gezwungen, privat die restlichen zu löschen. Ganz ehrlich, hat auch echt gut getan, weil somit können wir auch endlich weitermachen. Keine Sorge, ich habe auch jetzt nicht weit gespielt. Also deswegen kenne ich jetzt gerade diese Wege, wo wir hin müssen und was wir auch hier machen müssen. Aber keine Sorge, so weit bin ich jetzt nicht gekommen. Na komm, triff doch mal. Jawohl. So, jetzt kommen hier ein paar Sturmtruppen. Aha. Ja, ich darf nicht. Was darf ich nicht? So, erledigt. Oben ist nichts, deswegen gehe ich erstmal hier unten. Aber Vorsicht, hier sind jetzt Minen versteckt. Richtig fies. Und da ist auch das grüne Leben. Komm zu Kyle. Sehr schön. So, ich kann auch kurz nach hinten gehen, weil dort ist auch eine Munitionskiste. Sehr schön, jetzt bin ich voll. Und jetzt geht es nach unten und somit haben wir das Level beendet. Ihr seht, wir sind wieder in einem neuen Level. Gut, das Ziel ist es, wir müssen eigentlich, einen Moment, Galax Schiff finden und Risiken der Reaktoranlage meiden und passieren. Das ist schon eine fiese Stelle, muss man ganz ehrlich sagen. So, das ist hier ist nochmal ganz einfach. Nur hier brauche ich jetzt meine Machtgeschwindigkeit. Jetzt. Oh, schnell, schnell, schnell. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Jawohl. Geschafft. Und geschafft. So, jetzt müssen wir diese komischen Kristalle zerstören. So, das ist schon mal aus. Das auch. Na komm. Et voilà. Okay. Jetzt können wir eigentlich hier durch. Aber Achtung, da schießt wieder so ein Strahl ab. Ist natürlich die Frage, wann. Hallo? Hahaha. Ich bin doch nicht blöd. So. Dann würde ich sagen, ich speichere schon mal hier vorsichtshalber. Weil ich bin genau hier jetzt gestorben. Und das heißt auch wiederum, genau hier ist es jetzt wieder für mich blind. Oh, 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 Kyle. Alter. Was war das denn gerade? Kyle. Hallo? Spiel? Alter, wie soll ich das denn hinkriegen? Ach, hier geht's weiter. Boah, das war jetzt echt fies. Woher sollte ich das denn hier wissen? Oh Gott.
Oh Gott, wir haben es ausgeschaltet. Gott sei Dank. Das war aber echt eine fiese Stelle. Weil ich dachte, ich musste immer diesen einen Weg gehen, weil das sah so aus. Aber nee, war es nicht. Da gab es einen anderen Weg. Und wo muss ich jetzt? Eine sehr gute Frage. Okay, ich habe das jetzt zwar ausgeschaltet, aber was genau muss ich denn jetzt hier machen? Ich meine, ich weiß nicht mal, wo der richtige Weg jetzt ist. Vielleicht muss ich kurz zurück. Genau, ich war ja eigentlich hier und wollte immer hier hin, aber es hat immer nicht geklappt, weil ich bin immer gestorben. Aha, okay. Ah, okay. Moment mal, nee, dort waren wir doch. Ja, genau, hier waren wir doch. Ach, da ist ein Eingang. Boah, und ich suche überall den richtigen Weg. Ey, wie fies ist das denn? Dort oben ist ja ein Weg. Ja, und wie soll ich denn da denn durch hin? Vor allem, man muss jetzt tatsächlich hier hochspringen. Boah, wie soll man da bitte schön draufkommen? Jetzt mal im Ernst. Wer kommt auf diese Idee? Ich meine, es ist wirklich ziemlich cool, aber trotzdem. Es wäre echt cool, wenn man eine Karte mal vielleicht hier einbauen könnte. Naja. Alter, wie fies, da ist ja noch so ein Strahl. Boah. Das Spiel besteht ja aus nur Fallen hier. Okay, und jetzt? Okay, ich muss anscheinend dort hoch. Ach Mann, komm schon, Kyle. Alter, was ist mit dem Spiel hier los? Es ruckelt und ruckelt. Was ist denn los? Mann, Kyle, jetzt spring mal doch. Jetzt kommt wieder diese gestörten Levels. Jetzt mal im Ernst. Was ist das? Boah, geschafft, ey. Mal einen richtigen Weg. Ihr braucht keine Verstärkung. Oh Gott. Also, dieser Weg, der war schon richtig fies. Jetzt ohne Witz. Das war schon richtig fies. Oh, nee, 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 nicht mit mir. Was ist jetzt hier los? Warum habe ich jetzt gerade mein Leben verloren? Jetzt mal im Ernst. Eindringlingsalarm. Okay, wo muss ich zum Teufel hin? Ah, Moment mal. Ah, vorsichtig, 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 vorsichtig. Oh Gott, wo bin ich denn? Was ist das hier für ein Ort? Muss ich das hier abstellen? Aber ich sehe jetzt hier keinen Schalter.
Okay, das verstehe ich jetzt hier wirklich nicht. Was zum Teufel ist hier? Mann, ey, was ist das denn für ein Level? Ach komm schon, Leute, ich dachte, das wäre wirklich ein cooles Level, aber nee, das ist wieder so ein verdammtes, nerviges Level, wo ich mich wieder mal bei null was aufrege. Aber hier ist auch nichts. Was muss ich denn hier machen? Auf das Gerät, wo das die ganze Zeit sich dreht, das ist doch auch wahrscheinlich eine Todesfalle. Ich meine, ich kann es ja versuchen, ich habe ja hier gespeichert. Oder Moment mal, Moment mal. Ah, Moment mal, das sieht doch sehr verdächtig aus. Anscheinend muss ich hier meine Geschwindigkeit nutzen. Und Angriff! Oh Gott, ich habe, glaube ich, den richtigen Weg gefunden. Und ich bin ja fast wieder tot. Was soll das? Das gibt's doch gar nicht. Mann, Kai, spring doch mal etwas höher. So, stirb doch mal. Wo bist du? Ah. Mann, ey. Ich dieses Ort hasse. Ich hasse diesen Ort. Jetzt ohne Witz. Was ist das für ein Gebiet? Oh, das sieht doch gut aus. Oder auch nicht. Okay, ich denke mal, diese bösen, dunklen Jedis heißen einfach Wiedergeboren, ne? Oh Gott. Sonst noch nie jemand? Ich höre ja Schüsse. Ah, Moment mal. Ach, da unten ist einer. Und da ist noch einer. Ihr versteckt euch aber echt fies heute. Blöde, bösen Typen verstecken sich richtig fies. Und blöde, blöde Level. Ich will nicht sagen Designer, aber halt Levelgebiete. Das passt eher. Levelgebiete. Ich dachte, das könnte mein Lieblingslevel sein, aber nee, das ist anscheinend es nicht, sondern Bespin. Und wo muss ich jetzt wieder lang? Ich kann doch unmöglich hier hochspringen. Ah, Moment mal. Och, komm schon, Kai. Hätte ich das jetzt nicht gesehen, hätte ich wieder mal irgendwo die ganze Zeit rumgeschaut. Also glaub mir, diese Wege sind richtig fies versteckt. Oh, Kontrollpunkt. Okay, lass mich raten, wir dürfen das nicht berühren. Ach du Scheiße. Der wird ja richtig pulverisiert. Ach du meine Fresse.
Jawohl. Ich dachte, ich hätte ihn nicht erwischt. Ja, das sieht gut aus. Oh Gott, ihr wollt doch mich veräppeln. Und das ist noch dummer. Okay, Leute. So leid es mir auch tut und es tut mir auch wirklich wahnsinnig leid, wie die Folge diesmal entstanden ist. Ich meine, die war wirklich heute echt chaotisch. Ich würde das Ganze dann hier beenden und in der nächsten Folge weitermachen, aber diesmal nicht von hier, sondern dort drüben, weil ich möchte euch nicht nochmal das gleiche zeigen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet wenigstens Spaß gehabt mit der Folge. Wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like da, schreibt auch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und wir sehen uns auch das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Und möge die Macht mit euch sein. Tschüss!